Turtles, Amicia. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen. Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Guyenne strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Also dann. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des, heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Ritterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Dann mal los. Eins, 2, 3, 4, 5. Weiter so, Amicia. 6, 7, 8. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. Da! Sieh mal eine an. Ich bin wirklich beeindruckt. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk. Von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Lauf schon vor, ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Leon, warte auf mich! Leon! Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Leon! Wo ist der hin? Ah, da bist du ja. Was hast du gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Amicia, hat er was gefunden? Psst, sieh mal. Ein Wildschwein.
Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Es trinkt. Das ist meine Chance. Oh nein, es hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Na los, ich schaffe das. Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Runter. Schuss. Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha. Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon, nicht die Spur verlieren! Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Ich komme, Leon! Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Das Wildschwein. Es blutet. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Das ist das Wildschwein. Aber Leon war das bestimmt nicht. Leon, komm her! Leon, Leon! Ich bin hier! Ich komme! Leon! Wer war das? Was ist das für eine Teufelei? Leon. Wir müssen weg. Leon. Sofort! Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Ich habe sie noch nicht fertig. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? Mademoiselle Amicia, ihr seid zurück. Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Sehr wohl. Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Ställen aufgehängt. Oh, danke. Da bist du ja. Ich hab dich überall gesucht.
Die neuen Bolzen müssen warten. Wie war der Spaziergang? Gibt es eigentlich später, Flor. Aus der Stadt? Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Einige wurden in der Nacht gebissen. Ich werde es ihnen sagen. Da stecken sich ja die Engländer. Und warum sollten Engländer andere Leute beißen? Weiß nicht, um unsere Moral zu untergraben. Alia Horatius, Sancti Sebastiani, beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Nimm Leon zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Die von Theo... Ach, Gabrielle, ist Mutter oben? Sie wird sicher keine gute Laune haben. Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Hast du gehört, was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden. Oh, Mademoiselle Amicia, ich habe euch gar nicht gesehen. Hallo, guten Tag. Hallo. Zimt. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass sie ihn versteckt haben. Vater hätte ihn für jedes Gericht benutzt.
Dieser Duft wärmt mir das Herz. Es ist nichts Besonderes, aber es wird dir schmecken. Also mir bestimmt. Ich mach das. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall. Ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Ach, Leon. Was soll ich ohne dich nur machen? Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Ich habe es überall gesucht. Danke, Louise. Nichts zu danken, Liebes. Pass gut darauf auf. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst! Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht Schließ hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Verschlossen. Ist er? Hugo? Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Señor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen.
durchsucht das Haus. Ist das Mama? Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo haben sie ihn versteckt? Und wo ist er? Bleib unten. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey, du! Was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Hä? Lass ihn in Ruhe. Halt die Klappe. Er gehört der Inquisition. Oh nein, Lea! Na schön. Unwahrheit! Das wird dich lehren. Nein, ich flehe euch an. Hugo ist nicht hier. Hey du! Nein. Komm schon. Sag es nicht doch einfach. Halt, wo ist Hugo? Was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh mein Gott. Luis. Ist dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte. Nein, danke, ich hab... Wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Nein. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Sie wird dir wieder wehtun? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu. Das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Meine Beatrice ist ein guter Mensch. Gut, wir müssen weiter. Bringt das hier zu Ende. Was haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Oh, Kinder! Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja. Ja. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras. Da können sie uns nicht sehen. Wartet. Mama. Shh. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu bieten? Ergreift ihn. Stellt sicher, dass er... Hat geklappt. Psst, versteckt euch. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich bin gleich wieder da. Du kannst herkommen. Ich komme. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastarde! Oh, Feiglinge! Ach,
Hör auf, du brichst mir das Herz. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. Vorsicht beim Runterklettern. Hier. Ist kein Freund der Inquisition. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Los, sag uns, was du weißt. Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Dieses Geräusch. Gut, das gehen wir. Von da drüben. Au, mein Kopf. Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist nicht schon auf dem Fers. Ich sollte mich beruhigen. Komme gleich wieder. Sei vorsichtig. Man weiß ja nie. Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Mann, ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Das Geräusch. Das sehe ich mir besser an. Los jetzt. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriechst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Gnade! Gnade! Warte. Um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Kommt mit. Nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf! Mama! Was ist los mit ihm? Sag schon! Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen, mein Kopf! Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein, aus. So ist es gut, langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Folge mir. Leise. Sofort. Hopp, so geht das. Danke. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Was soll dieser ganze Lärm? Los, los! Na gut. Gut gemacht. Hier lang.
nichts. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Was war das für ein Geräusch? Geh schon. Na los. Jetzt. Oh, ihr lebt. Hier entlang. Hier entlang. Folgt mir. Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell. Madame. Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er heißt mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Ich brauch dich. Schnell jetzt, folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Tief Luft holen!